Bevor wir zu viele weitere Kämpfe machen, würde ich echt dazu raten. Schlafen zu gehen. So, mit wem können wir denn jetzt noch reden? Da müssen wir ins Sumpfgebiet. Sümpfe. Sümpfe. Hier. Sümpfe. Ingmar. Ah ja, dann müssen wir zu ihm. Sümpfe. Zum Markt, genau. Und dann töte die Ratten. Er ist vor kurzem in der Bibel, fand sein neues Anwesen von Ratten besiedelt. Hast dich bereit erklärt, das Risiko einzugehen? Aber wo denn? So, und wo sind... Hier ist Fliri. Wo sind denn die anderen? Bardol und Bilder. Hinten. Hier. Hier ist Mardol. Mardol Scarfendinson. Unterhalten wir uns über den Zaun. Unter zwei buschigen Brauen starrt dich ein mürrisches Augenpaar misstrauisch an. Der alte vor dir ist schlaksig und schmächtig, sein dünnes Haar ist fast weiß, doch die ein oder andere feuerrote Strähne ist immer noch erkennbar. Was? Ich bin hier, weil ich mit jemandem über ein Schwein sprechen möchte. Seine Augen quellen leicht hervor, als er dich mit angespannten Kiefern mustert. Diese diebischen Halfdansons wollen uns das wenige, was wir noch haben, auch noch wegnehmen. Schon wieder. Nun mal langsam. Vielleicht kann ich helfen. Sein Blick wechselt zwischen deinem Gesicht und dem Boden hin und her, doch dann entspannt er sich sichtlich. Du willst helfen? Du bist also nicht gekommen, um mir etwas wegzunehmen? Sag mir einfach, worum es geht. Er sieht dich ungläubig an, ein wenig erleichtert, ein wenig hoffnungsvoll. Die Halfdansons, diese Schlangen, haben unsere fetteste Sau gestohlen. Er seufzt schwer. Sie behaupten, es hätte ihre Markierungen, aber die Kerbe am rechten Ohr ist nur eine kleine Verletzung gewesen. Wir müssen sie größer geschnitten haben. Sollte ich sonst noch mit irgendjemandem sprechen? Mardol kratzt sich dem struppigen Bart. Meine Söhne, Sam und Palni, haben den Diebstahl beobachtet. Fällt dir sonst noch jemand ein? Er schaut düster drein und legt die Stirn in Falten. Ein Mann namens Bild wohnt hier in der Nähe. Er ist mit meinen Familien verwandt. Fliri hat mir die Markierungen gezeigt. Mardols Gesicht verzieht sich vor Ärger zu einer schiefen Grimasse. Er braucht offenbar einen Moment, um sich so weit zu beruhigen, dass er dir antworten kann. Die haben doch garantiert neue Markierungen gesetzt. Ich weiß einfach, dass es eines unserer Schweine ist. Kannst du dir da so sicher sein? Er funkelt dich böse an. Wenn man ein Tier von Geburt an kennt und dabei zusieht, wie die eigenen Söhne es Tag für Tag versorgen, kann man sich eben sicher sein. Okay, deswegen bringen wir nichts mehr raus. Palni. Palni lehnt an der Mauer und sieht genüsslich dabei zu, wie sein Bruder sich abrackert. Er ist ein hochgewachsener Mann mit drahtigem Körperbau und strahlenden Augen. Er entdeckt dich, als du näher kommst. Irgendwas sagt dir, dass er bereits jetzt eine vollständige Einschätzung deiner Person durchführt und dass du nicht gut dabei wegkommst. Bist du Paldin? Seine Nasenflügel blähen sich und er rollt mit den Augen, dann hebt er die Schultern und seufzt überzogen. Er hält einen Augenblick inne, als müsse er sich erst einmal sammeln. Eine angemessene Erwiderung deiner banalen Frage würde dies bejahen. Dein Vater behauptet, die Halfdansons hätten eine Sau gestohlen. Ein hässliches, höhnisches Grinsen huscht über sein schmales Gesicht. Ihre unzulässige Aneignung hatte Präzedenz. Seine Stimme klingt verbittert. Prosperität und Wirkmacht. So scheint es. Verdrängen die Verazität. Sprichst du eigentlich absichtlich so hochgestochen, damit ich mir neben dir dumm vorkomme? Er hebt die Brauen und sieht dich mitleidig an.
Dass dein proklamierter Mangel an mentaler Kapazität meine eloquente Ausdrucksweise stimuliert, ist reine Mutmaßung. Dann lass ab von deiner irrelevant affektierten Artikulation und praktiziere Brevität. Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er braucht einen Moment, um den Mund zu schließen und die Fassung wiederzulangen. Und, habe ich gestottert, er scheint deinem Blick eine Zeit lang auszuweichen. Als er dir wieder in die Augen sieht, tut er dies mit gehörigem Respekt. Nein, du hast dich absolut klar ausgedrückt. Was weißt du über die Halftern sonst? Er tippt sich ein paar Mal auf die Lippen. Sie haben meinen Bruder Asa ermordet, weil er sich gegen die Ernennung des Jarls ausgesprochen hatte. Er seufzt wehmütig und erschöpft. Wir teilten seine Ansichten ja auch nicht, aber Mord? Und sie wurden für ihre Tat noch nicht einmal bestraft. Ich habe ja alles erledigt. Es hilft uns ja alles nichts weiter, was die labern. Samr überragt dich bei Weitem. Er trägt sein kurzes Haar kurzgeschoren und trotz seines unübersehbar kraftstrotzenden Körpers ist seine Haltung ausgesprochen schlaff. Er rückt bedrohlich näher, seine tiefliegenden Augen zu Schlitzen verkniffen. Er grummelt eine Zustimmung. Hallo Sam, ich bin Björn. Er nickt und seine Mundwinkel beginnen sich langsam zu... Wir benehmen uns hier, als wären wir wirklich Detektiv. Wir sind fucking Jarl. Tane. Hallo. Sams gewaltige Arme, die den Vorschlaghammer halten, mit dem er gerade neue Zaunpfähle in den Schlamm getrieben hat, sinken herab. Dein Vater behauptet, die Halftern sonst hätten ein Schwein gestohlen. Haben sie das wirklich? Er sieht zu seinem Vater, der euch offensichtlich von der anderen Seite des Hofs aus beobachtet. Unser Schwein. Er stellt sich aufrecht hin und seine Stimme klingt wie ein Donnerhall, der ein Gewitter ankündigt. Diese Halfter sonst sind Lügner. Was ist dein Beruf? Er betrachtet den Holzhammer in seiner Hand und lächelt. Für Vater Sachen reparieren. Kleinem Bruder helfen. Was weißt du über die Halfter sonst? Dein Stirnrunzeln wird für einen Moment so tief, dass du fürchtest, sein Gesicht könnte sich dadurch in zwei Teile spalten. Sie haben meinen großen Bruder ermordet. Das tut mir leid, Sam. Er sieht über den Hof zu Palni hinüber. Wieso wollen sie uns denn noch mehr wegnehmen? Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten, Sam. Wer ist dieser Bild? Oder Bilder? Wo ist der? Er wird des Rätsels Lösung sein, der Typ. Naja. Jetzt die ganze Stadt absuchen. Knöpli? Knöpli bringt uns da nix. Skr. Ah, der Borstenbart. Da ist er. Let's go. Freunde, oh, wir sind auf der ganz anderen Seite. Na gut, halb so wild. Aber wo ist das Haus von diesem einen Jarl? Das mit den Ratten. Das muss doch irgendwo... Ulrich Steffenson. Irre ist gerade dabei, mit einer Heugabel Heu aufzuspießen. Er trägt sein Haar kurzgeschoren und sein Bart wirkt sehr gepflegt. Seine besten Jahre hat er jedoch längst hinter sich. Er rammt die Heugabel in den Boden und lehnt sich dagegen. Ja. Wer bist du? Ja. Tane von Skjern. Er hebt eine Augenbraue. Sein Mund ist zu einem schmalen Schlitz zusammengepresst. Kein Scheiß. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Er seufzt und nickt. Das dachte ich mir schon. Oh, was weißt du über die Halftern sonst? Seine tiefliegenden Augen mustern dich einen Moment. Sie verkaufen gute Zimmermannsgewänder und haben einflussreiche Freunde. Haben den Jarl unterstützt, als sie vom König ernannt wurde. Vor ungefähr 13 Wintern gab es Ärger mit Mardols Bruder Asa. Halfterns Bruder wurde zunächst verdächtigt, ihn getötet zu haben. Wie sie aber herausstellte, lag er mit einer Erkältung zu Hause, als der Mord geschah. Die meisten Leute glauben, dass Halfdans Onkel der wahre Mörder war. Der Fall wurde jedoch nie aufgeklärt.
Was weißt du über die Mardolsons? Er schüttelt den Kopf und seufzt. Sind schon eine ganze Weile hier. Kamen damals aus Ars und Viborg. Im Großen und Ganzen gute Leute. Mardols Sohn ist allerdings auf die schiefe Bahn geraten, hat Ärger gemacht, hat einen Soldaten des Jahres auf dem Gewissen, nahm ein böses Ende. Da ist doch auch noch dieser Streit um ein Schwein. Bilder beißt die Zähne zusammen und sieht einen Moment weg. Die Zankerei ist wieder im Gange. War ja klar. Er sieht dich gerade heraus an. Ich erzähle dir, worum es geht. Die Halfdansons sind vielleicht hochnäsig, aber Mardols Sippe sucht förmlich nach Streit. Auf ihrer Ehre lastet ein Schandfleck und das lässt ihnen keine Ruhe. Das Schwein dient als Vorwand, um Streit zu beginnen. Danke, dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Oh, Alter. Der hilft überhaupt nichts. Der sagt bloß, dass es vermutlich kein richtiger Ärger ist. Was willst du von mir? Ich bin soweit, ein Urteil zu fällen. Die richtet sich auf. Halvdan und Ranvai kommen näher, um dein Urteil zu hören. Der eine sagt, es ist ein Vorwand, die sind eh schon sehr wohlhabend, die anderen haben den Groll, es spricht alles gegen sie, vermutlich sind die anderen unschuldig, dennoch folge ich den Indizien. Das Schwein gehört euch, Mardol hat keinen Anspruch darauf. Dires Gesichtszüge entspannen sich und er beginnt zu lächeln. Ich freue mich, dass du die Wahrheit erkennen kannst, wenn du sie hörst. Der kugelrunde Patriarch klopfte grinsend auf die Schulter. Wie versprochen werde ich dir etwas von unserem eingelagerten Holz nach Skjern schicken. Hast du uns nicht versprochen, aber gut. Ruf in Riebe verbessert. Schön. Können wir mit den Leuten nochmal reden? Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Ich weiß auch nicht, ob sie es noch herausfinden werden. Ich meine, klar, der Schnitt am Ohr. Schwierig. Schwierig. Hey, was bist du denn? Schwierig. Du, eine Hure, der half dann sonst, bist du genau wie alle anderen in dieser verfluchten Stadt. Ab mit dir rede ich nicht mehr, alles klar. Ist nicht sehr nett, mein Lieber. Ist nicht sehr nett, ne? Ich habe nur versucht zu helfen. Immerhin scheinen wir irgendwo das Richtige getan zu haben. So, wo ist der andere? Ach, der redet nicht mehr mit uns, okay. Ja, dann ab auf den Markt. Ratten, der hinter Ratten kann vergessen. Sein neues Anwesen von Ratten besiedelt. Jarda Janskeckerson. In Karte. Hä? Ja, okay. Mardolsonsheim, Langhaus der Huskalds. Halfdansonsheim, okay. Ingimarsheim, da müssen wir noch zum Saufen. Der Schmied. Möglicherweise das... Stimmt, zum Saufen müssen wir auch noch. Stimmt. Zieh mal um. Achso, nee, habe ich noch nicht. Willkommen zurück, gnädiger Tane. Möchtest du deine Vorräte aufstocken? Ich hätte ein Kriegsschiff abzugeben. Du hättest nicht zufällig Interesse. Sie verschränkt die Arme und sieht dich nachdenklich und sieht nachdenklich in die Ferne. So dumm, dass es ein Kriegsschiff ist. Ich bräuchte eigentlich einen Frachter, mit dem wir unsere Waren flussaufwärts transportieren können. Aber es könnte natürlich trotzdem funktionieren. Vielleicht, wenn man ein paar Bänke entfernt? Was willst du denn dafür haben? Vielleicht 200 Örtuk Silber? Ich gebe dir 120. Ich musste hart für dieses Schiff arbeiten. 180, mein letztes Angebot.
Ich habe gar nicht genug Personal für ein Schiff dieser Größe. Ich müsste neue Gehilfen einstellen, also expandieren. Riskant. Was hältst du von 140? Alleine das Holz ist schon mehr wert. Da kann ich genauso gut das Schiff kurz und klein hauen und das Holz verkaufen. Mehr als 160 zahle ich nicht dafür. Das Schiff zu zerlegen ist aber extrem aufwendig. Die Hälfte deines Gewinns würde für die Löhne der Arbeiter draufgehen. Ich erhöhe mein Angebot auf 150, aber dann ist Schluss. Also wenn ich jetzt sage, vergiss es, kann ich es noch bei anderen Händlern probieren? Wie du meinst. Mein Angebot steht jedenfalls. Okay. 150. Der junge Händler mit dem unvergesslichen Lispeln winkt dir aufgeregt zur Begrüßung. Schön, dich wiederzusehen. Höchst ehrenwerter Tane, willst du dir unsere erlesene Auswahl an Metallen und Fellen ansehen? Könnt ihr ein altes Schiff für uns zerlegen? Der kleine Junge blinzelt ein paar Mal, dann dreht er sich zu seinem Vater um. Also, das kriegen wir hin, glaube ich. Wir haben so etwas zwar noch nie gemacht, aber das kann ja nicht so schwer sein. Wie sähe denn die Bezahlung aus? Bekommst 100 Holz, die Hälfte davon kannst du behalten, den Rest lieferst du noch gern. Von der Präzision mit Zahlen und 200 Holz bekommen. Ich bezahle dir. Ich muss drüber nachdenken. Na klar. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Sie, glaube ich, hilft uns nicht, oder? Ja, ist schon recht. Was ist mit dir, Ragnar Almason? Ich denke, wir verkaufen das Schiff. Holz 130, lass mal auf. 100 Holz. Eigentlich brauchen wir für alles Holz. Es sind 200 Holz. Wir nehmen das Holz. Ich habe mich gerade spontan umentschieden. Steht dein Angebot, das Schiff für uns abzufracken, noch? Nun, das kommt ganz darauf an, was dir die Sache wert ist. Komm, wir da kriegen wir 200 Holz, verlieren aber 500 Preziosen. Dann haben wir noch 7000 Preziosen. Wer weiß, wie viel wir die Leute zahlen müssen. Ach komm. So bekommen wir einfach 100 Holz. Verlieren aber keine Preziosen. Holz ist schon wertvoll. Schwierig. Das sieht mir nach Verhandlung aus. Boah, es ist hart. Müsst ihr halt kein Geld zahlen. Du bekommst 100. Die Hälfte davon kannst du behalten, den Rest lieferst du nach Skern. Er reibt sich das Kinn. Das klingt nach einem guten Geschäft. Für uns beide. Schiffsholz ist hochwertig. Verkauft sich also gut. Nachdem ihr die Vereinbarung per Handschlag besiegelt habt, wendet er sich an seinen Sohn. Lauf und hol deinen Bruder, Junge. Er soll seine Axt und ein paar Freunde mitbringen. Schön. Schön. Dach ist süß. Abgeschlossen. Nee, genau. Hoffen nicht. Wir haben es abgefragt. Damit haben wir 100 Holz bekommen. Damit bin ich happy. Damit bin ich richtig happy. So. Als erstes gehen wir noch zu dem baufälligen Haus. Ist ja nirgendwo ein Eingang.
oh, scheiße, das wollte ich nicht starten, verdammt. Ja, das Wegbeschreibung führt dich zu einer kleinen, zu ein paar kleinen Wohnhäusern, nicht weit vom Marktplatz entfernt. Die Mauern sind schmutzig, die Tore schief und eines der Dächer hat viele große Risse. Ein Grüppchen in Lumpen gekleideter Jugendlicher lungert auf dem Vorplatz herum. Der älteste von ihnen, ein Junge von vielleicht 15 oder 16 Jahren, steht auf und schlendert auf dich zu. Hey, hast dich wohl verlaufen, alter Knacker? Wir sind nicht interessiert an Gesellschaft. Das meinte der mit Ratten. Ganz ruhig, Kleiner, ich bin nur wegen dem Rattenspin hier. 25-jährigen Beine ausruhen, dann verschwinde ich auch gleich wieder. Ganz ruhig, Kleiner. Ich bin nur wegen dem Rattenproblem hier. Er betrachtet abschätzig dein Gefolge. Dass ich nicht lache. Du bist ein witziger Kerl. Er wirkt alles andere als erfreut. Er sieht zu seinen Freunden hinüber. Einer nach dem anderen steht auf. Aber keine geht zu dir hierüber. Du bist also ein Rattenfänger, was? Ich bin nur hier, um die Schädlinge zu beseitigen. Ach ja. Ach, jetzt verstehe ich. Ihr seid die Ratten. Ei, und du bist wohl der Clevere bei euch. Er wischt sich die Nase an seinem bereits verkrusteten Ärmel ab. Versuch ruhig, mit uns Fang zu spielen, das haben schon viele versucht, aber wir sind immer noch hier, nicht? Willst du nicht etwa gegen mich kämpfen? Das sind Kinder. Von mir. Okay, also Kiddo, wie kann ich euch überreden, friedlich von hier zu verschwinden? Solange wir keinen besseren Ort zum Leben gefunden haben, rühren wir uns nicht von der Stelle. Verscheuch uns, so wie es all die anderen Leute, die diese Schweinebacke uns auf den Hals gehetzt hat, getan haben, aber sobald du weg bist, kommen wir wieder zurück. Wir wohnen hier. Sag ihm, dass Springer das gesagt hat. Springer. Wer seid ihr eigentlich, Kinder? Bist du etwas schwer von Verstand? Wir sind die Ratten. Das hast du doch selbst gesagt. Kampfoption, okay. Dann kannst du auch mal sehen, wie weit du kommst. Pass auf, dass keines der Kinder entkommt. Geschicklichkeit Springer töten. Darüber muss ich nachdenken. Sorge dafür, dass, ja, dass Ratten das Grundstück verlassen. Weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie wir da vorgehen. Boah, wir haben maßlos überzogen. Ist aber nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich habe ja schon gesagt, dass die Folgen vielleicht ein bisschen länger werden. Möglicherweise schon ab jetzt. Ich kann es noch nicht garantieren. Auf jeden Fall gibt es noch einiges zu tun. Wir müssen uns um die Ratten kümmern. Wir müssen noch hier saufen gehen. Ja, genau. Wir müssen auch noch in die Sümpfe. Und wir sollten uns, bevor wir hier irgendwas machen und besonders sowas wie Geschicklichkeitsoptionen checken, sollten wir möglicherweise einfach auch mal schlafen. Unbedingt schlafen. So. Das ist Führung. Wo ist eigentlich nochmal Diplomatie? Hier. 9 brauchen wir dafür, okay? Schade. Naja gut. Aber wir sind ein ganzes Stück weitergekommen, haben Riva jetzt komplett abgesucht. Haben die Normannen kennengelernt, bei denen haben wir 10, das ist neutral, sehr schön. Riebe haben wir 16, haben wir unser Verhältnis verbessert. Doch unser Tun hier, ja, ich würde sagen, es gibt einen Haufen zu erledigen, das mit den Assassinen. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Wird sich noch herausstellen. Aber wir müssen auf jeden Fall bald in die Sümpfe gehen. Und ich weiß gar nicht, können wir... Nee, wir können jetzt gerade nicht die Kampagnenkarte anschauen, weil ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir haben auch 100 Holz dazu bekommen. Wir haben gute Geschäfte mit den Händlern gemacht. Es geht voran. Freunde, das nächste Mal wird geil. Wir werden einige Aufträge lösen und hoffentlich in neue, schwierige Situationen kommen. Wir müssen auch Gunnar noch heilen. Bis dahin wünsche ich euch allerdings noch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.